Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Fleischfondue ist ideal für eine gemütliche Tischrunde. Es braucht wenig Vorbereitungen und wenn die Gäste mal da sind, hat man Zeit und muss nicht ständig aufstehen. In der Tiefkühltruhe von Ihrem Coop-Laden finden Sie seit kurzem gerade 3 Sorten Fleisch fürs Fondue. Ausgesucht und portionenfertig geschnitten von Bell. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Das Fleisch eine Stunde vor dem Servieren bei Zimmertemperatur auftauen lassen. Dann ein Bouillon aufkochen und im Gagelon auftischen. Jedes kann nach Herzenslust zugreifen und das Fleisch mit den verschiedenen Soßen und Beilagen geniessen. 2 beliebte Rezepte hat es übrigens auf den Fleischpackungen. Eine grüne Mayonnaise und eine pikante Tomaten-Chili-Soße. Ein Tipp für besondere Gelegenheiten hat Ihnen aber auch Armin Amrain mitgebracht. Wenn ich selber Besuch habe und ein Fleischfondue mache, mache ich gerne auch eine leichte, erfrischende Soße, wie zum Beispiel das Papaya-Relish. Grüezi miteinander. Die Papaya schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Rosa oder grüne eingelegte Pfefferkörner, Saft- und Limonenschalen, Peperoni-Würfeli, Peperoncini, ein Stück Chlorbeerblatt, Essig und Zucker aufkochen und leicht einköcheln. Papaya-Würfel in lauwarmen Saug geben, Koriander und einen Löffel fein geschnittene Fleisch drunter mischen. Ein Zeitchen ziehen und nach dem Abkalten zum Fleischfondue servieren. Danke, Armin. Für viele kommt der Höhepunkt des Fleischfondue ja erst am Schluss, dann, wenn das Süppli an der Reihe ist. Bouillon mit einem Schuss Sherry verfeinern, wenig Sojasauce anwürzen und das Süppli in die Tasse servieren. 3 Sorten Fleisch fürs Fondue, wie gesagt, jetzt neu in unserer Metzgereiabteilung. Etwas Feines, das schnell parat ist und fast schon ein bisschen wie Weihnacht. Fast schon ein bisschen Weihnacht haben auch diese Woche zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer dank dem GoProfit Superspiel. Die Warengutsche im Gesamtwert von mehr als 20'000 Franken werden offeriert von den folgenden Marken. HSC 100% naturreiner Orangensaft. Pomme Duchesse von Goldstar. Malbuner Bibi Pick Bullebrust. Calgonit 2-Phasen-Tabs für den Geschirrspüler. Und Arni Premio Rigolo, das zarte Gebäck mit Fruchtfüllung. Herzliche Gratulation allen, die das mal gewonnen haben. Wie immer werden Sie die Warengutsche in den nächsten Tagen mit der Post bekommen. Vorher ist aber noch der GoProfit Supertreffer an der Reihe. Diese Woche mit einem brandneuen VW Lupo im Wert von 14'980 Franken. Neben dem Lupo sieht mengengross ganz klein aus. Betreffend Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ausstattung, aber auch beim Design und Fahrkomfort setzt er neue Maßstäbe. Und die voll verzinkte Karosserie mit 12 Jahren Garantie, außergewöhnlich in dieser Klasse, ist ein weiter sichtbares Zeichen für die gute VW-Qualität. Um den grossen Kleinwagen geht es heute also bei uns im Studio. Der Profitomat hat vor wenigen Augenblicken den Gewinner erkoren. Und wir schauen jetzt, wer das mal das Glück hat. Die Gewinnzahl lautet 3, 2, 9, 0, 0, 6, 3, 6, 9, 8. Die Inhaberin oder der Inhaber von dieser Kartennummer hat also der GoProfit Supertreffer den neuen VW Lupo gewonnen. Herzliche Gratulation! Für alle, die das mal kein Glück hatten, gibt es in 14 Tagen neue Chancen. Vorher gibt es aber noch ein Rezept von Armin Amrain. Äpfelküchli mit Vanillesauce trösten tatsächlich über Mengen weg. Und damit wäre auch das zweite Rezept von heute angesagt. Für die Vanillesauce Maizena mit Milch verrühren. Mit einem Beutel Vanillezucker, einem Ei und dem Mark vom Vanillestängel kurz vors Kochen bringen. Mehl und Salz mischen und mit dem Äpfelsaft zu einem glatten Teig verrühren. 2 Eigelb dazugeben und eine halbe Stunde ruhen. Die Äpfel schälen, das Kerngehäuse ausstechen und in 1 cm dicke Ringe schneiden. Sofort mit Zitronensaft und wenig Calvados beträufeln und mit Zucker bestreuen. Jetzt die Äpfelringe durch den Teig ziehen und portionenweise im heißen Öl frittieren. Gut abtropfen, mit Zimtzucker bestreuen und mit der Vanillesauce servieren. Wo Sie das Rezept nachschlagen können, wissen Sie ja. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Bestimmt möchten Sie das Rezept, das Sie wie gewohnt in der Coop-Zeitung nachlesen können, so rasch wie möglich ausprobieren. Die Gelegenheit wäre jetzt gerade günstig. Äpfel Coopolino in der 1,5 Kilo Tragtasche offerieren wir Ihnen für 2,20. Ebenfalls zum Aktionspreis kommen Sie breite Galanudeln für 1,35 über. Einen dekorativen Weihnachtsstern offerieren wir Ihnen für 5,50. Und mit der GoProfit-Karte gibt es ein Nintendo 64 mit einem Controller für 149 Franken. Sie wissen ja,
GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Tipps fürs Fleischfondue haben wir heute im ersten Teil vom GoProfit-Studio gesehen. In einer Woche schauen wir dann nochmal, wie es dem Sammy Klaus, dem Tim und der Sophie auf der Suche nach den verlorenen Spielsachen ergangen ist. Bis dann, eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.